Tag zusammen und willkommen in der Filmfabrik, die sich in diesen Tagen und Wochen ja auch ein wenig umorientieren muss. Die Kinos sind dicht, nichts Neues kommt, also gucken wir hier zusammen auf die Tipps für zu Hause. Wer vielleicht schon das ein oder andere Video in diesem Kontext gesehen hat, der weiß es. Mein Ziel ist es hier jetzt nicht, die besten Filme irgendwie zu küren, zu ranken oder was auch immer. Ich würde es einfach super finden, wenn wir uns thematisch zusammenfinden. Ich hau irgendwie hier so ein bisschen Input rein und dann machen wir zusammen weiter in den Kommentaren. Ihr gebt eure Vorschläge und Tipps ab und dann am Ende haben wir hoffentlich irgendwie eine Watchlist zu verschiedenen Themen. Ihr könnt euch was rauspicken und dann haben wir hoffentlich alle irgendwie die Nachmittage und Abende verbracht. Da haben wir dann also im besten Fall alle was von. Nicht nur, wenn die Kinos dicht haben, ist Netflix natürlich eine echte Alternative. Schon lange ist diese Streaming-Plattform der Big Player im Filmgeschäft. Mittlerweile mit unzähligen Eigenproduktionen, auch in Sachen Film. The Irishman, Roma, Marriage Story. Nur drei fette Dinger, die ja auch bei den Oscars in den letzten Jahren eine Rolle gespielt haben. Auf die gucken wir jetzt natürlich nicht. Ich habe eher so fünf rausgepickt, die sich bei Netflix, naja, vielleicht noch verstecken. Es ist jetzt auch kein Geheimtipp oder was auch immer, weil ihr habt sie sicherlich gefunden. Trotzdem gucken wir drauf. Herzlich willkommen. Und mit Verstecken meine ich jetzt eben jetzt nicht, dass ich der einzige Mensch bin auf der Welt, der jemals diesen Film gefunden hat. Nein, aber es sind Filme, die teilweise für mich so ein bisschen wenig Anklang in der Öffentlichkeit gefunden haben oder auch schon ein bisschen älter sind und ganz hinten in der Bibliothek stehen. Loslegen möchte ich deshalb mit Okja. Wir brauchten ein Wunder. Und haben eins entwickelt. Dieses einzigartige Geschöpf ist die Revolution in der Nahrungsmittelindustrie. Unsere Superschweine werden nicht nur groß und wunderschön sein. Ihre Aufzucht und Haltung ist extrem umweltfreundlich. Sie brauchen wenig Futter und produzieren wenig Ausscheidungen. Und am allerwichtigsten, sie schmecken einfach verdammt gut. Die Story, die lässt sich erstmal etwas merkwürdig anmutend zusammenfassen. Es geht um die Freundschaft von einem Mädel mit einem fetten, genmanipulierten Zuchtschwein. Ja, das soll die Menschheit vor Hunger bewahren, das alles in den Bergen von Südkorea. Okja ist eben ein wirklich fettes Schwein, das für die Fleischgewinnung genutzt werden soll, weil das ganze Ding, also dieses fette Schwein soll das optimieren. Das Vieh wird von so einer skrupellosen Unternehmerin aber dann entführt und so entwickelt sich eine Geschichte, die von außen wirklich eher albern wirkt, aber im Kern wirklich sehr, sehr liebenswürdig ist. Es ist verrückt, es ist brutal, es ist schockierend, aber auch wirklich schön. Es ist so ein Mix aus Satire mit sehr viel wahren, ernsten Parts, die irgendwie auch ein filmischer Ausdruck für unsere heutige Zeit sind. Und jetzt sage ich euch noch, wer der Regisseur von dem Ganzen ist. Bong Joon-ho. Das Mastermind hinter Parasite. Noch irgendwelche Fragen offen? Nein. Okja ist wirklich für mich, finde ich, eine der Perlen im Netflix-Katalog. Ladies and Gentlemen, ein Riesenapplaus für die einzige und großartige. Zweite Perle, zu der wir rübergehen, The Meyerowitz Stories. Der Besitzer hier ist ein Kunde, deshalb hat es auch so kurzfristig mit dem Tisch geklappt. Um diese Zeit ist das ein Problem. Ich gehe mal davon aus, dass manches aufs Haus geht. $55 für ein Steak? Die sind für ihr Fleisch bekannt. Und 35 nur für ein Stück Lachs? Bläst mir der Lachs ein für den Preis? Adam Sandler, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Emma Thompson, Adam Driver, allesamt in einer wirklich überragend herzzerreißenden Tragikomödie über eine Patchwork-Familie in New York. Es geht um Anerkennung. Die Kinder von ihrem Vater wollen, erwachsene Kinder, aber der Vater ist so ein sturer, egoistischer Bock, dass er wirklich alles an menschlicher Nähe und auch so Vaterbeziehungen verbockt und blockiert. Danny und seine Schwester Jean haben es wirklich nie geschafft, diesen Vater zu knacken. Doch der Halbbruder Matthew, der könnte es jetzt eben schaffen. Er hat sich aber vor Jahren schon von der Familie distanziert. Er wollte unbedingt Karriere machen, einfach mit der Familie auch nichts mehr am Hut haben. Als er zu seinem Vater zurückkommt, ändert sich aber was. Eine Krankheit frisst sich deutlich tiefer in das Leben der Familie als bisher gedacht und somit nimmt eben diese Story ihren Lauf. Ein für mich wirklich brillant erzählter Film, in zwei Kapiteln aufgebaut, sehr smart, tolle Schauspieler und doch auch nicht jetzt zu experimentell erzählt oder so. Und das Ganze stammt eben wirklich noch aus den Anfangszeiten von Netflix-Eigenproduktionen.
Regie, Drehbuch, Produktion, Noah Baumbach. Exakt der Mann, der dann letztes Jahr eben auch einen weiteren fantastischen Film mit Marriage Story abgeliefert hat. Den kann man dann auch sehr, sehr gerne, muss man fast wahrscheinlich noch gucken, ist jetzt aber nicht so die versteckte Perle. Marriage Story sei deshalb aber auch nochmal erwähnt. Und The Meyerowitz Stories, der geht dafür wirklich sehr, sehr gut durch. Guckt ihn den gerne an. Harold Meyerowitz. Sie stehen auf der Liste für die öffentliche Veranstaltung. Zurzeit ist die private Führung. Sag ihr, das wäre ein Missverständnis. Sag es ihr. Dad, sie kann alles hören, was du sagst. Wir blättern weiter im Kanon der Netflix-Filme und mein Finger bleibt imaginär bei B stehen wie Beasts of No Nation. All of you that have seen your family killed. You now have something that stands for you. It has put the weapons of this war back in the hands of you, the young, the powerful. I'm a good follower, sir. Ein Drama- und Kriegsfilm um die Ausschreitungen in Westafrika. Regierungstruppen marschieren in ein eigentlich noch friedlich lebendes Dorf ein. Sie befürchten eine Rebellion, also müssen alle potenziellen Rebellen auch bitte möglichst schnell niedergestreckt werden. Einer aus diesem Dorf wird von seiner Familie getrennt und dieser Agu wird von einem echt ziemlich skrupellosen Typen dann nach und nach zu einem Kindersoldaten ausgebildet. Das Ganze findet dann erstmal irgendwo im Wald statt, da konnte er sich hinflüchten. Das ist eben kein Film, den man so mal eben im Vorbeigehen guckt. Da muss man sich wirklich die Muße zu nehmen und ja, das muss man als Film eben auch mögen bzw. akzeptieren. Das ist jetzt kein fetter Blockbuster, sondern wirklich eine knallharte Geschichte um Kindersoldaten in Afrika. Über ein Thema also, das in unserer Gesellschaft ja wirklich eher seltener eine größere Rolle spielt. Emotional schwankend hat mir der Film wirklich von Wut über Mitleid bis so, naja, echtes Mitfühlen wirklich alles gegeben bzw. auch abverlangt. Abraham Atta spielt diesen jungen Agu, war damals gerade mal 14 Jahre alt, macht das fantastisch. Idris Elba als Rebellenführer, der dafür auch mit dem Golden Globe nominiert wurde. Sehr starker Film. Regie übrigens Cary Fukunaga, der uns im November dann hoffentlich endlich mit seinem James Bond beglücken darf. Beasts of No Nation. Wirklich sehr, sehr sehenswert. Yes, sir! Victory? Yes, sir! Victory? Yes, sir! Seize it! Dass Streaming-Plattformen auch für ihre eigenen Projekte mittlerweile die ganz großen Namen fast automatisch buchen und einplanen können, das ist ja klar, wenn man sich überlegt, welche Namen ich hier gerade schon aufgerattert habe. Weiteres Beispiel dafür ist The Ballad of Buster Scruggs. Herrschaften? Die Dinge neigen dazu, zu eskalieren hier im Westen. Ist der Bursche vielleicht unehrlich? Wir werden es sehen. Sie kennen die Geschichten. Es gibt zwei Arten von Menschen. Glücklich und unglücklich. Kräftig und schwach. Aufrecht und sündig. Nein. Tot oder lebendig. Doch für den Moment würde ich es begrüßen, wenn Sie Ihre Waffen hinterlegen würden in der Aufbewahrungsstelle an der Schwingtür. Und was, wenn nicht? Regie, Drehbuch, Produktion, die Coen-Brüder. Ihr bislang tatsächlich letztes Werk haben sie auf Netflix veröffentlicht. Es ist jetzt nicht so das riesige Meisterwerk, das man vielleicht von Ethan und Joel erwartet, aber ich liebe Filme, die in Kapitel unterteilt sind. Ich bin einfach ein Freund von Struktur, eben auch in Filmen. Und die Coen-Brüder haben in The Ballad of Buster Scruggs die Steigerung davon genutzt. Sie haben 6 abgeschlossene Episoden zusammengefügt und das auch noch im Wilden Westen. Jiha! Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. 6 Geschichten eben in einer Welt. Klassiker wie der Revolverheld, der irgendwie in so eine Stadt kommt und mal wieder für Ordnung sorgen will. Ein Bankräuber, bei dem wirklich so gar nichts läuft wie geplant. Ein Typ, der als Show-Act mit einem Arm- und Beinlosen übers Land zieht. Goldgräber sind noch mit dabei. Also es ist im Prinzip erstmal alles an Klischee da, was der Western zu bieten hat. In sich jetzt auch, wie gesagt, nicht so die absolute Perfektion. Die einzelnen Geschichten sind bei weitem auch nicht qualitativ auf dem gleichen Level. Aber es ist so eben
Naja, es ist einfach eine Idee dahinter. Es ist ein Konzept dahinter. Es ist quasi eine Miniserie als Film und ich mochte das. Eben aus dem Katalog der Emotionen wurde auch wieder einiges ausgepackt. The Ballad of Buster Scruggs ist hiermit offiziell, zumindest von mir, eine Empfehlung. Das erste Mal? Ach, ich wage lieber nichts zu Verrücktes. Und einen Film möchte ich euch gerne noch mit an die Hand geben. Ich habe ihn jetzt auch an den Schluss gepackt, weil er, naja, der frischeste ist aus dieser Reihe, die ich gerade aufgezählt habe. Und vielleicht auch viele von euch trotzdem schon gesehen haben. Ein Film, der aber auch ziemlich spaltet. Der schwarze Diamant. You're taking my money all over town, placing bets. I'm having very serious second thoughts. Are you serious right now? Is it too late? Howard, where's the money right now? Howard, got my money? Howard! Howard! Get it out! What do you think? I'm done. That means nothing. It meant nothing. Please. Give me another shot. Mit einem, wie ich finde, entfesselt aufspielenden Adam Sandler, der in meinen Augen wirklich mit Missachtung irgendwie in der letzten Awards-Season bestraft wurde. Ein Film über einen spielsüchtigen Diamantenhändler, der mit, naja, vielen dummen Entscheidungen in seinem Leben, eben selbiges, sein Leben ins Chaos stürzt. Wortspielalarm, ich fand das ziemlich brillant. Atmosphäre top, Bilder, Sound groß und eben dann halt noch Adam Sandler on top. Ich weiß, dass es auch ganz, ganz viele gibt, die diesen Film ganz, ganz ätzend, langweilig und auch irgendwie mies fanden. Für mich ist es trotzdem unverständlich, aber das Schöne, man kann sich ja zum Glück selbst ein Bild davon machen. You having a good time? Yes. This is me. This is how I win. Schön auf dem Sofa, ne? Irgendwie mit den Perlen eben aus diesem Netflix-Katalog. Das wären jetzt so meine Filme, die ich euch spontan mit an die Hand geben würde. Und den Rest, den dürft ihr jetzt gerne kommentieren und komplimentieren. Nee, komplettieren heißt das. Was habt ihr irgendwie in den letzten Tagen schon geguckt? Was empfehlt ihr? Was sollen wir uns unbedingt noch alle angucken? Tauscht euch gerne aus. Macht es zu eurer Watchlist. Das würde mich dann wiederum sehr, sehr glücklich machen, wenn wir uns einfach durch die Kommentare scrollen können. Und dann sind ganz, ganz viele Tipps da. Ansonsten ist das jetzt euer Job. Ich danke für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und Zusehen. Bleibt einfach vernünftig und vor allem gesund. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht es gut. Ciao.